Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute wollen wir ein Caprese-Sandwich machen. So, ich habe für mein Caprese-Sandwich schon so ein paar Sachen eingekauft. Wir brauchen natürlich Toast dafür. Man könnte das auch mit einem Ciabatta-Brot machen oder Ciabatta-Brötchen. Dann ein bisschen Salat. Wir haben jetzt Salatherzen, weil irgendwie großen Salat gab es gerade eben nicht. Dann haben wir ein bisschen Basilikum. Wir haben Mozzarella, ein paar Tomaten, eine Bio-Avocado, eine Bio-Limette. Dann habe ich mir besorgt Bio-vegane Mayonnaise. Die brauchen wir gleich. Und ein bisschen Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und der Rest findet sich gleich. Als erstes müssen wir unsere gewaschenen Tomaten in dünne Scheiben runterschneiden. Nicht so mega dick. So, meine kleingeschnittene Tomate tue ich jetzt mal eben hier auf so einen Teller. Und dann werde ich die gleich salzen. So, ich salze jetzt mal eben schnell meine Tomate. Sehr gut. Das muss jetzt, kann jetzt stehen bleiben, bis wir sie gleich brauchen. Und dieses Stück Tomate ist für den Mund. So, smash and dash. So, kriegt man das natürlich auch wesentlich schneller und besser gepult. Wunderbar. Das gleiche hier auch. Einfach nur abziehen. Ready. Und dann im Grunde nur ein bisschen klein schneiden und dann tue ich das in meinen Foodprozessor hinein. So, 3 Esslöffel von meiner Mayonnaise tue ich jetzt hier hinein, vegan. Jetzt tue ich dann noch meine Basilikumblätter mit hinein. Meine Einkaufsliste mit der Kochanleitung findet ihr wieder unten. Da habe ich geschrieben 8 Blätter Basilikum. Ich mache aber ein paar mehr, weil ich mag den Geschmack sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir hier drin den Knoblauch, 3 Esslöffel Mayonnaise und die Basilikumblätter. Und jetzt tue ich dann noch etwas Salz hinein und dann mixen wir da draus gleich ein leckeres Pesto. Habe ich doch tatsächlich was vergessen? Noch ein bisschen Limette da rein. Super. So, und jetzt können wir das Ganze mixen. Und es wird mal laut. So, die Plancha ist vorgeheizt. Ich mache da jetzt ein bisschen Olivenöl drauf. Und dann werden wir unsere Toastscheiben mal eben schnell hier schön mit Olivenöl ein bisschen braun anbraten. Während mein Toast da jetzt auf der Plancha am Kochen ist, schneide ich mir mal eben schnell meinen Avocado hier auf. Aber wie ihr schon seht, das ist nicht so einfach heute. Ist steinhart. Und ich kriege sie überhaupt nicht auf. Ich glaube, das war ein Satz mit X. So, zweiter Versuch. Mehr Versuche habe ich dann aber nicht. Aber die hier geht auch. Die ist zwar auch noch fest, aber ich glaube, die kriegt man auf. Das war natürlich jetzt ein teures Vergnügen, ne? Die hat richtig Kohle gekostet. Die sieht aber jetzt dafür auch umso geiler aus. Super. So, dann werden wir die jetzt einfach mal hier kurz aus der rausschälen. Das geht auch schon wieder nicht so einfach. Gut, dann machen wir es halt anders. Oder mit Gewalt. Sehr schön. Ist halt sehr fest heute. Nicht ganz so schön, aber... Und die schneide ich jetzt runter in dünne Streifen. Toast umdrehen. Ja, so ein bisschen kross sind sie ja schon geworden. Klasse. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Einen kleinen Moment brauchen die aber noch und dann sind die auch gleich fertig. Jetzt schneide ich eben noch schnell meinen Mozzarella runter, dann geht das gleich alles ein bisschen zügiger. Klasse.
Ich liebe Mozzarella. Das ist so geil. Ach so, das Wort geil darf ich ja nicht mehr benutzen. Also es gibt ja ein paar Leute, die mögen das nicht, wenn ich es benutze. Entschuldigung, ich werde mich bemühen, das Wort wegzulassen. So, ich behaupte mal, unser Toast ist soweit fertig. Ich nehme mir mal zwei Scheiben hier rüber. Die anderen zwei nehme ich raus und lege sie hier hin. Ich mache zwei Varianten. Eine mache ich vegan, das ist die, die ich jetzt mal eben schnell mache. Und eine Variante, da lege ich nachher noch ein bisschen Speck drauf. Als erstes verteile ich jetzt auf meinem Toast hier so ein bisschen was von unserer Creme, die wir vorhin gemacht haben. Dann tue ich mir so ein bisschen was von meinen Salatherzen da drauf. Das sieht doch schon richtig toll aus. Eins von den beiden Toasts tue ich jetzt zur Seite. Das wird die nicht non-vegane Variante, das wird die vegane Variante. Hier brät gerade mein Bacon für die non-vegane Variante. Die würde nämlich jetzt als nächstes auf den Toast kommen. So, normalerweise würde da jetzt der Bacon drauf kommen und dann die Tomate. Jetzt kommt bei der veganen Version hier erstmal noch schön die Tomate drauf. Die sieht doch klasse aus. Riecht auch sehr toll. Hatten wir ja vorhin schön gesalzen. Klasse. Jetzt kommt da schön der Mozzarella oben drauf. Genial. Jetzt träufle ich hier da so ein bisschen Basilikum drüber. Das sieht auch schon wieder toll aus. Und dann kommt da so schön noch Avocado drauf. Wahnsinn. Vorfreude. Große Vorfreude. So. Jetzt kann da der Deckel drauf. Ready. Jetzt schneiden wir das einmal quer auf. Und tun es auf einen Teller. Variante 2. Non-vegan. Schön den Schinken, den Bacon da drauf. Schön aus der Pfanne raus. Schön kross gebraten. Das ist doch klasse. Das sieht richtig gut aus. So, Tomate da drauf. War ich ein bisschen geizig eben beim Schneiden? Und jetzt tun wir da natürlich auch genauso wie bei dem anderen auch noch schön Mozzarella obendrauf. Ein bisschen Basilikum. Und Avocado. So, dann kommt da gleich auch der Deckel oben drauf. Und auch das schneiden wir auf. Tun wir auch das auf einen Teller. Ready. Sieht das nicht toll aus? Ich finde, das sieht richtig gut aus. So, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen.
das war unser Caprese-Sandwich. Die Einkaufsliste und die Zubereitung, wie wir das gemacht haben, findet ihr wieder unten. Könnt ihr euch runterladen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und tschüss sagen von Frank von footblockhamburg.de. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.